Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Mittwoch, den 27. September. Der Landkreis plant, zum Ende des Jahres seine Flüchtlingsunterkunft an der Westlandstraße in Langendamm aufzugeben. Verwaltung und Politik rechnen nicht damit, dass die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge wieder so weit ansteigen wird, dass eine solche Sammelunterkunft gebraucht würde. Der Förderverein Nienburger Tafel ist schnell auf hohe Akzeptanz gestoßen. Bald soll das 100. Mitglied begrüßt werden. Und als kleinen Anreiz gibt es für die nächsten 7 neuen Mitglieder ein kleines Geschenk. Alle erhalten jeweils 2 Karten für die Wohltätigkeitsaktion Zweiter Suppengenuss am 21. Oktober. In den vergangenen Wochen hat es sich immer stärker bemerkbar gemacht, dass der Wolf auch im Landkreis Nienburg angekommen ist. Den Wolfsberatern sind mehrere Risse gemeldet worden, unter anderem auch von Kälbern. Bei 2 verletzten Pferden in Wietzen gestaltet sich der Nachweis, ob es ein Wolf war oder nicht, sehr schwierig. Zum Sport. Für Fußballprofi Jonas Niedfeld aus Vogtei läuft es in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg immer besser. Zu Hause gegen Eintracht Braunschweig sorgte er mit seinem 2:1-Treffer für den ersten Heimsieg der Domstädter. In der Badminton-Verbandsklasse grüßt die SG Pennigsee Liebenau von der Tabellenspitze. 6:2 siegte das Team um Robin Lesemann im Spitzenspiel gegen Langenhagen. Anschließend wurde Burgdorf mit 8:0 geschlagen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Mittwoch oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.